Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragon Age Origins. In welche Richtung muss ich denn jetzt gehen? Vin guckt in die hier und Kevin, der besondere Elf, der ist, guckt in diese Richtung. Da würde ich ja fast sagen, wir laufen Kevin hinterher. Oder ich gucke einfach kurz auf die Karte. Denn diese Origin... Kevin guckt natürlich falsch. Wir sind nämlich hier in den Tod, im Amboss der Leere. Und nun muss auch Ogren dabei sein, weil Branka und so weiter und so fort. Ihr kennt es ja sicher. Und, ihr habt ja gesehen in der letzten Folge, was passiert ist. Das heißt, wir gehen hier einfach weiter durch den... Kevin ist der richtig stand. Ein Wunder ist geschehen. Der Typ hat sogar mal was auf die Reihe bekommen. Na gut, dann laufen wir eben den richtigen Weg, meinetwegen. So, und werden dann hoffentlich endlich den Amboss der Leere finden. Branka nach Hause bringen. Die Wahl gewinnen mit irgendjemanden und die Zwergen haben wir auf unsere Seite kriegen. Und ich glaube, wir sind unserem Ziel schon sehr nahe. Und überall hängt Lyrium. Was nicht sehr gut ist für unsere nicht-zwergischen Begleiter. Also alle außer Ogren. Und überall sind noch quasi Lyriumader, mit denen man interagieren kann. Ich würde schon fast sagen, das hier ist ein Arenal. Es wäre ja auch zu schön gewesen, wenn man das Ganze mal ohne Kämpfe bestehen könnte. Was haben wir denn jetzt hier als Gegner? Den Amboss der Leere, oder wie? Geistvorrichtung, okay, okay. Und, wo? Egal, komm. Da kommen später bestimmt noch Genlocks oder Golems oder so von da hinten. Das heißt, wir sollten uns nicht zu weit an die Tür stellen. Ihr beide geht hier hin und unsere beiden Nahkämpfer laufen einfach mal nach da vorne irgendwo. So, dass man dann hier auch mal irgendwie... Bist du dir da sicher, dass ich da wirklich... Wie, ich habe hier einen Gegner, aber ich kann ja... Ich kann ja gegen niemanden kämpfen, ich kann ja mit nichts interagieren, ich kann Lyriumadern aufsammeln, das war's. Oder ich muss einfach warten. Auf wen schießt du denn? Der schießt... Hä? Hier, verkrüppelnder Schuss, aber auf wen? Auf die Geistvorrichtung. Ich würde dir gerne anvisieren. Vin. Kannst du mir da helfen? Ich bin bereit. Ah, so sieht das doch schon besser aus. Und Kevin rennt natürlich wieder nach vorne, was er nicht soll. Die Fernkämpfer halten sich bitte hinten. Ich bin hier. So, mit Vin müssen wir aufpassen, nicht dass er wieder die starken Gegner mit ihr triggern. Das wäre suboptimal. Sie beschränkt sich bitte einmal aufs Heilen. So, kann ich denn jetzt auch hier die Geistvorrichtung angreifen? Nein, ich kann nur die vergessenen Geister angreifen. Das heißt, es ist ein Wellenkampf sozusagen. Ich kann den Geisteramboss benutzen. Passiert da was? Ah, ich mach Schaden oder wie? Alles klar, ich glaube, ich habe das Prinzip verstanden. Was macht Kevin denn jetzt schon wieder da vorne? Wen willst du denn angreifen? Dein Gegner war der hier. Also das Prinzip ist, es kommen Wellen, wir besiegen sie, dann können wir mit dem Amboss interagieren und dann machen wir quasi Schaden. Das müssen wir, da fliegen mir gerade meine Spiele vom Tisch runter, die ich vorhin nochmal ordentlich hingestellt habe. Großartig. Na, gucke ich nachher nach. Das machen wir dann dreimal oder so und dann ist es wahrscheinlich auch schon fertig. Ich will aber trotzdem, dass ihr, wenn es geht, alle die gleichen angreift. Und, dass du Ogryn heilst. Ich hätte viel lieber Stan in der Gruppe, weil wir mit dem schon ein bisschen was gemacht haben. Und der entsprechend die Ausrüstung hat. Was machst du denn da vor allem? Oh, Gegner weg. Können wir uns ja wieder sammeln. Ich werde es tun. Und da kommen gleich die Nächsten. Wen wollen die denn angreifen?
die rennen da einfach nur rein. Vor allem Kevin, der ein elender Bogenschütze ist. Wisst ihr was? Ich würde ja eigentlich lieber Position halten machen, aber dann bleiben die nachher wieder stehen und bekämpfen nicht den nächsten Gegner und ich seh's dann nicht. Das heißt, du, wo ist Wynn? Wo ist Wynn? Da, zurück. Verdammt nochmal. So, ich bleib bei Wynn, nicht, dass die hier wieder ihre Skills raushaut, was sie nicht machen soll, weil sie Mana braucht. Alle hier drauf, bitte. Was machen die? Die verspotten den Amboss, oder? Ja, wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Wir kriegen das schon hin. So, und den nächsten. Ich aktiviere den Amboss. Wir machen 500 Schaden. Sehr gut, sehr gut. Das sind wahrscheinlich noch 5000 zu wenig. Aua. Aber man kann es ja mal versuchen. Und wir müssen Alice das Leben im Blick behalten. Nein. Ihr rennt nicht wieder alle nach vorne. Ihr kommt hierher. Und bleibt da bitte einmal. Jetzt geht ihr alle dahin. Vielen Dank. So ist das doch schön. Und genau Wynn nicht unbedingt auf den Amboss schießen. Weil der blockiert den Weg. Und ihr beeilt euch mal bitte mit diesem Zwerggeist. Weil Kevin scheint nicht viel auszuhalten. So, und... Was denn los? Hier, angreifen. Danke. Wynn aktiviert den Geisterarmboss. Bam! Noch ein oder zweimal. Kevin, bleib bitte da. Danke. Da wechselt man einmal von der weg und schon macht sie wieder irgendwas, was er nicht soll. Du sollst das Mana aufheben, Mädel. Dann stell dich halt näher rein, damit du dir so heilst. Wenn es unbedingt sein muss. So, die sind weg. Dann sammeln wir uns hier. Wir bleiben stehen, Freunde. Jetzt könnt ihr angreifen. Wynn hat den Modus noch aktiviert, kommt also noch hinterher. Alistair. Ich erwarte eure. Ja, der Befehl ist, tötet diesen Geist. Ein weiteres Mal. Dann haben wir auch ganz gute Chancen, das zu gewinnen hier. Ein Glück, dass das keine Fernkämpfer sind, sondern es immer ein One-on-One ist. Sonst würde das, glaube ich, noch ziemlich schwierig werden. Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja später noch. Und der Geist ist auch weg. Genauso wie Alice das Leben fast weg ist. Und der Amboss blutet aus den Augen, so wie es sich gehört. Sehr schön. Du wirst keine Golems mehr bauen. Doch, deswegen sind wir da, damit wir wieder Golems mit dem bauen können. Widerstanden, was auch immer, sehr gut. Hier, und der nächste Geist. Und bitte auf Abstand halten. Weg von unseren Fernkämpfern. Der Amboss greift natürlich auch an. Und kotzt auf unsere Leute drauf. Auch sehr schön. So, dann können wir den Amboss wieder aktivieren. Pam, 500 Schaden. War's das langsam? Gibt's da irgendwelche Indizien dafür, wie viel wir da noch machen müssen? Zum Beispiel, weiß nicht, irgendwie... alle Augen müssen bluten und wenn man einmal den Amboss aktiviert, blutet ein Augenpaar oder so. Das hatte zum Beispiel aufgehört. Fürs Erste. Ich werde es tun. Naja, einfach mal weitermachen. Es sei denn, wir machen quasi gar keinen Schaden und es dauert unendlich lange. Ah, guck mal, die bluten jetzt noch, aber der blutet nicht mehr. Das heißt, es dreht sich noch quasi einmal oder dreimal müssen wir es noch. Oha, ist aber viel.
Kevin Ogryn. Los geht's. Zeig mir die Richtung. Jetzt. Ich bin hier. Um und fliehe. Da wird langsam mal wieder Zeit, Vin Mana zu geben. Durch Gefäß des Geistes oder so, aber der Kampf. Boah, doch, die braucht unbedingt Mana. Für eine Gruppenheilung. Ist halt nach ein paar Sekunden betäubt. Das kriegen wir schon gebacken irgendwie. So. Kevin, du bist eh zu nichts so gebrauchen, dann aktivier wenigstens hier den Amboss. Und die anderen gehen auf diesen Geist. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du mal mit diesem Amboss und vor allem Alice aus Schaden hier kurz einen Prozess machst. So, alle wieder zurück. Stopp, 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 stopp. Und bitte. Schade, dass das Charaktersystem nicht so ein bisschen ist wie bei Elder Scrolls. Dass man es quasi Learning by Doing hat. Wir zaubern hier die ganze Zeit mit Wind irgendwelche Heilzauber. Die müssen dann ja eigentlich ein bisschen stärker werden, weil sie ein bisschen Erfahrung kriegt. Oh oh. Und bald ist er wahrscheinlich auch betäubt. Das ist einfach ein Kampf quasi auf die Ausdauer. Wer es länger aushält. So, da entbluten wir das vorletzte Augenpaar, glaube ich. Oh, es sind sogar wütende Geister. Das waren auch vorher noch andere. Und Vin ist betäubt. Nicht gut. Ich weiß gar nicht, was du hier alles kannst. Kannst du den irgendwie betäuben? Knaufschlag, Rüstungstrennung hier. Ihr müsst quasi einfach nur jetzt auch in die Verteidigung gehen. Und du darfst dich auch... Ach, der ist schon tot. Oder wir machen es einfach so hier. Wozu haben wir denn bitte Lyriumadern? Wo haben wir vor allem noch Lyriumadern? Kevin. Lyriumader. Da ist noch eine. So, und Vin ist dann auch gleich wieder voll am Start. Hat ja super funktioniert. Hat er die Lyriumader jetzt? Nein. Hat er nicht. Ihr sollt die... Du hast... Es hat aber nichts gebracht. Da ist Schutt und Asche. Naja, Alistair rennt zumindest noch. Die werden aber nicht davon geheilt. Dann machen wir es eben hier auf die altmodische Art und Weise. Wir sind ja wieder am Start. Zwar noch gedebufft, aber... Das sieht gut aus. Ich bin zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Das dürfte der letzte Geist gewesen sein. Die Augen zum Beispiel bluten ja nicht mehr. Nein. Wenn der Geist weg ist, können wir hier wieder interagieren. Und bis gleich, Amboss. Ist das alles mein Blut? Ich habe es geschafft. Wundervoll! Oh, das sind vielleicht Verletzungen. Ich hab's doch gewusst, wie das läuft. Es war ja auch nicht allzu schwierig zu erraten. Das ist also der Amboss der Leere, ja? Sieht schon geil aus. Diese filigranen Ornamente da oben. Sammeln wir erstmal hier ein paar Sachen auf. Also den Schutt, wenn wir da hinkommen. Das ist aber... Also dafür, dass das anscheinend der Amboss der Leere ist... passiert hier jetzt nach dem Kampf doch reichlich wenig. Vielleicht ist es ja auch nur so eine weitere Falle, die Carradine oder irgendjemand hier gestellt hat. Durch die Branka nicht gekommen ist. Gehen wir einfach mal weiter und schauen, was uns noch erwartet. Ein Autosave. Hurra. Dann ist da vorne eben der Amboss der Leere. Ist mir doch egal.
Sieht auch nach einem Arenal aus und Steingolems. Haufenweise Steingolems. Es gibt viel zu tun. Mein Name ist Carradine. Ich möchte mich gar nicht daran erinnern. Aber früher war ich für die Zwerge von Orsamar ein Paragon. Wenn ihr zum Amboss wollt, müsst ihr euch meine Geschichte anhören. Sonst wiederholt sich alles. Für eine Geschichte bin ich immer zu haben. Ein sprechender Golem? Carradine zumindest. Ich habe von euch gehört. Und gelesen. Carradine, wie in der Carradine von Carradines Kreuzung? Verschont mich damit, ich brauche den Amboss, um mit Branka zu verhandeln. Ihr wollt also etwas, wie jeder andere auch. Ich habe zu meiner Zeit vieles hergestellt, aber berühmt gemacht und mir meinen Status verschafft, hat mich ein einziger Gegenstand. Der Amboss der Leere. Ich konnte damit Männer aus Stahl oder Stein erschaffen. So beweglich und klug wie die besten Soldaten. Als Armee waren sie unüberwindlich. Aber ich habe niemandem erzählt, um welchen Preis. Kein Schmied, wie begabt er auch sein mag, kann Leben erschaffen. Damit meine Golems lebten, musste ich ihr Leben von woanders hernehmen. Ich habe euer Tagebuch gelesen, eine grässliche Abkürzung. War es das wert? Klingt nach Blutmagie, ein gefährlicher Pfad. 10 Fuß groß und unverwundbar? Da kann ich mir Schlimmeres vorstellen. So sprach mein König. Ich wollte nur Freiwillige benutzen, aber damit war er nicht zufrieden. Und schon bald gab es hier Ströme von Blut. Irgendwann hatte ich genug und weigerte mich. Also brachte Veltor mich als Nächsten auf den Amboss. Veltor? Also habt ihr ihn weggesperrt. Orsamar hätte Verwendung dafür. Und jetzt wollt ihr Rache? Klingt, als hättet ihr das verdient. Nein. Ich habe mich hier eingeschlossen, um einen Weg zur Zerstörung des Ambosses zu finden. Er darf nie wieder benutzt werden. Nein! Der Amboss gehört mir. Niemand nimmt ihn mir weg. Ihr, bitte, helft mir, den Amboss zu zerstören. Lasst ihn nicht noch mehr Seelen versklaven. Aber ich brauche den Amboss. Ich brauche doch die Armee der Zwerge gegen die Verderbnis. Danach können wir ihn doch immer noch zerstören, oder? Ihr wart ein Paragon. Ich helfe euch, wenn ihr einen neuen König unterstützt. Ich brauche ihn, um mit Branka zu verhandeln, nicht um Golems herzustellen. Warum sollte euer Schuldgefühl meine Pläne aus dem Tritt bringen? Also ich würde jetzt auf jeden Fall das in der Mitte sagen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir dann quasi gegen ihn kämpfen und mit Branka, weil da will ich mich eigentlich noch nicht festlegen. Wenn wir ihn quasi dann als Paragon kriegen, wie auch immer er das dann König beweisen will, außer vielleicht, weil er ein Golem ist, der quasi noch intakt ist, außer mal von diesen ganzen Funkensprüngen hier abgesehen und aktive Golems gibt's ja so gut wie nicht mehr. Er sagt, er ist Carradine, ein Paragon. Schwierig zu beweisen, aber ich glaube, ich meine, wenn das Spiel uns quasi die Möglichkeit gibt, ihn auf unsere Seite zu bringen, quasi damit er den König unterstützt, wer auch immer der König dann sein wird, dann wird es auch so funktionieren. Ich sage aber trotzdem einfach mal das Zweite, in der Hoffnung, dass es dann nicht gleich den Kampf triggert, sondern es quasi noch eine ganz normale Gesprächsoption ist. Solange der Amboss existiert, können damit Sklaven erschaffen werden. Und das wird auch passieren. Warum den schwierigen Weg gehen, wenn es einen leichten gibt? Diese Möglichkeit darf es nicht geben.
Helft mir, ihn zu zerstören. Vermutlich wisst er von allen am besten, welches Risiko er darstellt. Brankler kann ihn benutzen, um mir damit gegen die Verderbnis zu helfen. Könnt ihr mir auch damit gegen die Verderbnis helfen? Könnt ihr, weiß nicht, neue Waffen schmieden oder Rüstungen verbessern, irgendwas? Weil wenn wir den haben, den Amboss, sind wir gegen die dunkle Brut auf jeden Fall wesentlich besser gerüstet. Gut, wir haben auch einen Blutmagier angenommen quasi, ne? In der Feste der Wächter. Da sollten wir vor so einem Amboss eigentlich nicht zurückschrecken. Aber ich erkenne auf jeden Fall seinen Standpunkt und bin da eigentlich auch seiner Meinung, dass es wahrscheinlich mit Sicherheit nicht gut gehen wird. Es sei denn, wir wären natürlich König und könnten das dann quasi kontrollieren, wer da zum Golem verarbeitet wird. Ihr müsst den Amboss zerstören, solange ihr die Gelegenheit dazu habt. Niemand sollte die Herrschaft über die Seele eines anderen haben. Und am besten weiß das vermutlich ein Golem. Er ist mächtig, ja, aber der Preis dafür ist viel zu hoch. So wie die Blutmagie. Der Amboss wird gebraucht, so lautet mein Befehl. Dann werde ich ihn zerstören, der Amboss bekommt keine Seelen mehr. Euer Mitgefühl beschämt mich. Nein! Ihr bekommt ihn nicht! Nicht solange ich lebe! Blanka, wirf für diese Sache nicht dein Leben weg! Tut mir leid, Ogryn. Ich hoffe, das ist es wert. Sie ist nicht mehr die Branka, die er kannte. Tretet beiseite. Seht ihr nicht, dass sie gefährlich ist? Wir müssen den Amboss zerstören, Branka. Dann gebt ihr das verdammte Ding doch! Sie ist verwirrt! Wenn sie sich beruhigt, können wir vielleicht mit ihr reden. Ich glaube nicht, dass sie sich beruhigen wird. Sie ist schon viel zu lange hier unten. Ich bin nicht gewillt, dieses Risiko einzugehen. Sie ist besessen und kann nicht mehr davon erlöst werden. Also gut, Ogryn, wir geben ihr eine Chance. Ihr seid hier nicht der einzige Meisterschmied, Carradine. Golems, gehorcht mir! Angriff! Ein Kontrollstab! Aber ihr müsst mir helfen. Alleine kann ich sie nicht aufhalten. Was? Warum wird er vor allem... Und die Golems, warum werden da nicht alle kontrolliert? Na gut, Ogryn ist dagegen, ja, den will ich eh nicht im Team haben. Wer hat denn überhaupt eingeladen? So, hier, Druhe, Lyrimadon, das kriegen wir alles hin. Golem-Registrierung? Ist wahrscheinlich ein Codex-Eintrag. Das sieht ja cool aus. Wie so an Sekretariat quasi, an so einer Theke am Eingang. Von irgendeiner, weiß nicht, Versicherung oder so. Branka. Branka muss weg. Am liebsten würde ich jetzt natürlich hier wieder mit allen direkt auf Branka gehen, zerbeimen ins Gefängnis und Umarmung. Dann wird sie aber Vyn angreifen und das wird nicht gut gehen, das weiß ich ja jetzt schon. Das heißt, wir gehen erstmal auf die kleinen Golems. Und Vyn kann, ich weiß nicht, was Carradine jetzt hier macht. Ob der überhaupt kämpfen kann hier mit seinem komischen Kurzschluss da. Vyn kriegt so einen Steingolem auf jeden Fall auch schnell alleine weg. Also einen normalen zumindest. Wir müssen erledigt. Ich wollte gerade Pause. Ja, so. Hat die jetzt hier nicht das Gefängnis auf den gewirkt? Oh oh. Freunde. Was macht der denn da? Oh Gott, Branka. Oh Gott. Was machst du? Ihr solltet den Steingolem weghauen. Ja, dann widmet du dich eben Branka. Und Vyn wird Ogryn wiederbeleben. So. Und die verzieht sich hier erstmal. Dieser Steingolem ist fast weg. Der kriegt noch einmal hier eine Umarmung. So, und jetzt müssen wir hier Ogryn heilen. Und dann gleich... Hier, Kevin, was machst du? Du kämpfst gegen Ding. Kannst du bitte mal hier auf den hier mit drauf? Nee, komm, greif du den an. Vyn kümmert sich hier um den. Ogryn greift Branka an. Du greifst den Steingolem an. Alistair geht auf Branka. Das ist sehr gut.
Und hier vorne haben wir Steingolem gegen Steingolem. Carradine steht einfach nur blöd rum. Und lässt uns die Sache machen, obwohl er vorhin gemeint hat, oh, ihr müsst mir helfen. Ja, ist klar. Ich verstehe das schon. So, Gruppenheilung. Und das war klar, dass du dir hier wieder Feinde machst. Was kostet denn am wenigsten? 19, 38, Geistschlag, das macht ja alles keinen Schaden. Nee, den kriegst du so weg. Mit Kevin, wenn der auch noch angreift. Zwei Treffer. Der Steingolem ist weg. Würden hat ihren Gegner besiegt. Nehmt euch bitte ein Beispiel an ihr und vor allem Wundumschläge. So. Du heilst? Ne, du hast schon geheilt. Gut, dann den Steingolem. Oh, oh, und Alistair im Duell gegen Brankard, das ist, sieht nicht gut aus. Du greifst. Ach, der Steingolem ist gerade tot. Sehr gut, dann haben wir hier unsere verbündeten Steingolems, die sehen nicht sehr gut aus. Ihr müsst euch bitte... Das kann doch nicht sein. Alistair kriegt viel zu viel Schaden. Ich würde Ogryn gerne mit auf Brankard setzen. Aber das wird viel zu lange dauern, sie zu besiegen. Das heißt, es ist viel schlauer, die Steingolems erst klein zu machen. Wer hat weniger Leben? Du. Allerdings wird Alistair alleine gegen Brankard echt nichts ausrichten können. Er wird sich auch nicht lange halten können. Dazu haben wir mit Vin zu wenig Mana und zu hohe Abklingzeiten. Wundumschläge will ich ungerne benutzen, aber gut, in so einem hohen, krassen Bosskampf kann man das gerne machen. Na gut, na gut, na gut. Du hast geheilt. Dann kannst du verjüngen Regeneration. Lebenswächter. Zu wenig Mana. Zu wenig Mana. Dann nimm halt nochmal einen schwachen Lyrium-Trank. So, das müsste auch nochmal funktionieren. Um Alistair zu heilen. So, die Steingolems, die sind eigentlich auch weg. Es sei denn, wir können die irgendwie einfrieren. Kevin, was machst du? Du gehst auf den. Sehr gut, sehr gut. Ogryn, du gehst auch auf den. Alistair, du arbeitest da auch irgendwie weiter. Dann kriegst du nochmal hier Regeneration. Und schon wieder hat Vin kein Leben mehr. Mana mehr. Und Alistair kein Leben. So. Steingolem. Also den hier hinten werden wir bestimmt verlieren. Genau wie Alistair gerade, verdammt. Möchtest du wirklich? Und ich kann gerade nicht wiederbeleben. Eine Gruppenheilung, gilt die auch für die hier? Von einer alten Anscheinend nicht. Okay, gut, den Steingolem können wir abschreiben. Der da hinten ist auch schon tot. Brankard wird ihn weghauen, dann geht's ja wahrscheinlich gleich auf Vin. Oh oh. Wir brauchen die Wiederbelebung. Na komm schon, Vin. Hau den Steingolem weg. Gut. Nein, 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 du heilst Ogryn. Was macht Brankard? Okay, Kevin. Du, viel Spaß, war schön, dich gekannt zu haben. Renn weg. Ach, ich hätte auch mal so Lyrium-Adern benutzen können, eigentlich. Aber der muss sich einfach aus dem Staub machen. Zwei Treffer oder so. Ein Treffer, der ist tot. Sich dann noch hochzuheilen, ist vollkommen egal. Alles klar, gut. Ogryn hat hier hinter sich eine Lyrium-Ader zur Not. Ach, Mist. Jetzt habe ich... Wirkst du deinen Zauber, egal was es eben noch war, trotzdem noch?
Was ist jetzt mit Branka los? Die rennt dir hinterher. Du kannst wegrennen. Ja, lock du die einfach mal weg. Dann Amboss der Leere. Ja, dann. Lenk die einfach ab. Dann schaffen wir das vielleicht auch. Du kriegst einen schwachen Wundumschlag. Ausnahmsweise. Du greifst an. Und heilst Ocarin. Branka ist erst einmal außer Gefecht. Was ist mit dir? Du bleibst gleich stehen, das heißt, du rennst. Du rennst mal nach da hinten. Oh, wie lange dauert die Wiederbelebung noch? Viel zu lange. Ja, deine Kräfte, auf die kann ich auch gerne verzichten. Wir müssen einfach auf Zeit spielen, bis wir Alistair wiederbeleben können. Oh oh. Okay, das mit Zeit spielen hat sich, glaube ich, gerade erledigt. Der Steingolem wendet sich Vinn zu. Du läufst nach da hinten. Ich werde es tun. Wir müssen den weghauen. Wie ihr meint. Dann und Vinn ist betäubt wegen Macht, Gefäß des Geistes. Verdammt! Nicht gut, nicht gut. Dann kann ich ja mit dir händisch weglaufen und Branka weglocken. Dafür. Oh Gott. Ist er nicht in den Pausemodus gegangen? Dafür gehe ich aber mal hier in die taktische Ansicht. Da habe ich ein bisschen bessere Übersicht, wo sie ist. Vinn ist tot. Ich konnte ja nichts machen. Die ist ja betäubt gewesen. Du bist vergiftet? Ogren. Du hast den Steingolem besiegt? Dann kannst du dich mal hier heilen. Was machen wir jetzt? Was machen wir denn jetzt? Kevin? Wir könnten nochmal ganz zurücklaufen zur Legion der Toten. Nein, die ist in einem anderen Gebiet. Carradine greift nicht mit an. Wir können uns mit den Lyriumadern hochheilen. Brank hat aber noch fast volles Leben. Und Ogren alleine kriegt auch nichts hin. Und vor allem soll er sich... kann er sich nicht heilen, weil er ein Zwerg ist? Der immun gegen Lyrium ist? Ja, wenn ich da... Bitte, wenn das möglich ist. Das scheint ganz so zu sein. Der muss halt angreifen. Wir können Wundumschläge draufpacken. Mehr aber auch nicht. Lenkst du sie ab? Ja. Dann greif an. Und wir werden Kampfrausch. Ausdauerregeneration. Bonus auf Gesundheitsregeneration. Gut, hat aber nichts mit Verteidigung oder so zu tun. Dann würde ich sagen, das war's. Wir haben verloren, diese Runde. Die schwachen Wundumschläge bringen ja auch gar nichts. Kriegst du auch nicht mehr betäubt. Und das war's. Kevin allein zu Haus. Kevin allein gegen Branka. Ich meine, wir können wegrennen, ja? Also, das geht. Aber wir haben niemanden, zu dem wir wegrennen können, der uns im Kampf unterstützen könnte. Und vor allem, der im Kampf auch eine Chance hat. Ach du Scheiße, ja klar. Das war ja mal wieder typisch, dass man nicht mal aus dem Gebiet rauskommt. Ein typischer Arena-Kampf. Ich könnte jetzt natürlich so lange wegrennen, bis Vinn wieder aufsteht. Ach, das verarscht mich doch nicht. Aber ich glaube... Nein, nein, du solltest interagieren. Nein, ich darf nicht machen. Wow, die Lyriumader heilt ja total voll, so wie es damals im Nichts war. Es heilt ja gar nichts. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, ich beende hier die Folge. In der nächsten machen wir den Kampf nochmal richtig. Bleibt sofort stehen. Oder ich mache den Kampf selber? Offscreen?
nochmal. Ich glaube, das ist die bessere Methode. Dann sparen wir uns 20 Minuten Folgenzeit in etwa und wir sehen uns dann kurz vor Ende des Kampfes wieder. So wie wir es ja schon ein paar Mal gemacht haben mit Javia und so zum Beispiel. Passiert eben in so einem Spiel. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Nacht und esst was Schönes. Bis dann!